So, liebe Leute, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Europa Universalis 4. Und die, ja, das große Warten, ne? Hat noch kein Ende. Nein, leider nein. Denn wir müssen noch ein wenig, müssen uns ein wenig gedulden mit dem nächsten großen Krieg, der uns erwartet. Aber ich bin da echt guter Dinge, dass wir mittelfristig jetzt, ich denke mal noch in Mitte dieses Jahrhunderts, uns nochmal ordentlich vergrößern werden. Aber wie gesagt, ich will es einfach nicht riskieren. Hab da ein bisschen Panik, dass wir hier in einen Krieg reingeraten. Wir gucken uns das mal an. Braunschweig, Ulm, Oldenburg, Thüringen. Was ist denn da bitte los? Was ist denn das für ein Krieg? Den gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Verteidiger gegen Braunschweig. Im zweiten braunschweigische Unterdrückung der anhaltischen Ketzerei Braunschweig. Ja, die sehen wir leider gar nicht, wo die sind, ne? Braunschweig? Ist es hier unten, genau. Anhaltische Ketzerei. Guckt euch das mal an. Anhaltische Ketzerei. Ja, wenn es denn so ist, ne? Halten wir uns ein bisschen zurück und bauen einfach diese Negativeffekte ab. Ihr seht, wir haben immer noch aggressive Expansion bei der Hanse minus 4 nur. Was haben wir hier? Minus 13. Ja, hält sich auch in Grenzen, ne? Das haben wir gut abgebaut. Schicken wir mal einen her. Beziehungen verbessern. Wir schicken einen nach Polen. Ja, komm. Die haben so viele Freunde. Besser ist das, ne? Hey, warum haben die so viele Kollegen? Die Botschaft ist auch gleich fertig, Leute. In 12 Tagen. Dann haben wir noch einen zusätzlichen Diplomaten. Können wir sehr gut gebrauchen. Die haben wir in der letzten Folge noch gebaut. Na, wo ist er, der Diplomat? Noch nicht angekommen? Also normalerweise kriegt man immer einen. Ach, da ist er. Im darauffolgenden Monat, ne, wenn es neu berechnet wird. Sehr schön. Und den schicken wir mal nach Litauen. So. Ja, dass die auch immer was zu tun haben, ne? Also es wäre einfach nicht gut, wenn wir das verstreichen lassen würden. Ne? Man kann immer überall ein bisschen Beziehungen aufbauen. Auch wenn sie jetzt unsere Feinde sind. Mein Gott, warum sollten wir das denn so niedrig lassen, ne? Wir können ja trotzdem schlichten. Bringt die zur Strecke? Was haben wir denn jetzt? Okay, die Hanse ist fertig. Da können wir abberufen, alles klar. Ach so, ja. Jagd auf Piraten. Ja, komm, nehmen wir das. Stabilität jetzt wieder Einbruch, das wäre jetzt endlich so pralle. Und dann haben wir einen in Böhmen, wir haben einen in Litauen. Und dann schicken wir nochmal einen nach. Wie geht's denn unseren Freunden hier? Wir sind doch verbündet. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen mehr dafür tun, ne, für das Bündnis. So, dann gucke ich mir nochmal unsere Flotte an. Da bin ich auch ein bisschen mittlerweile richtig stolz drauf. Da können wir nochmal fast 20 Schiffe generieren. 17, oder? Ja, genau, 17 Schiffe. Können wir ruhig machen, denn hier die Flotte, die ist ja geankert. Die können wir noch ein bisschen erweitern, ne, ein paar Galeeren. Da sind ja schon 5 große Schiffe drin, aber wenn wir dann nochmal, wir machen nochmal 6 mittlere und dann können wir noch ein paar Transportschiffe dazu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann machen wir noch ein paar Transportschiffe dazu. Jetzt habe ich da auf Plus gedrückt. Ist aber egal, glaube ich, ne? Dann bauen wir die hier. Die Straße und die Transportschiffe. So viel wie geht halt, ne? Sollte ungefähr hinhauen. 9 und 8. Passt. Sind 17. Zu viel? Oder passt das? Das passt genau, ne? 17. Nochmal eins weniger. Nicht, dass wir es übertreiben jetzt. So. 16:23. Wieder sind Zeit vergangen. Ja, nach unserem großen. Oh, faire Deals. Ich liebe euch alle. Magdeburgs Meinung über Preußen hat sich um plus 50 geändert. Ja, herrlich. Ich liebe euch alle. Faire Deals. Ja, gerade weil. Wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Nämlich die magdeburgische Geschichte oder das, weißt du noch, das Magdeburger Geschenk, das Pommern damals erhalten hat. Geht uns ganz ähnlich so immer noch, ne? Mit Magdeburg haben wir irgendwie was am Hut. Auf jeden Fall, diese Vergrößerung, damit haben wir ja nicht gerechnet, ne? Da war Rupin war drin, plus der große Vasall hier, Magdeburg, ne? Da hat ja keiner mit gerechnet. Und das finde ich einfach, ist gut gelaufen. Was wir eigentlich mal probieren könnten, ist gegen die Hanse mal zu wettern.
haben doch eine Blockade. Hilft dann Österreich, wenn wir die Überlegenheit demonstrieren? Wir müssen ja nichts einnehmen. Wir müssen ja nichts einnehmen. Litauen. Wer ist das? Krakau. Ah, Polen. Okay. Nee, Krakau. Doch, Krakau ist Polen, ne? Ja. Ich guck mal gerade, wie den Krieg die Überlegenheit demonstrieren. Da machen trotzdem alle mit. Mann. Na gut. Dann ist das wohl so, ne? Russland. Haben wir noch Plus? Plus 85 immer noch. Das ist ordentlich. Livonischer Orden ist ein Vasall von Skandinavien. Hat klasse. Wie kommt man daran? Ich habe eigentlich gedacht oder gehofft, mit unseren Ansprüchen, die wir fingiert haben, dass irgendeiner mal Krieg anfängt mit denjenigen, ne, bei denen wir Ansprüche haben, und wir dann einfach die da mitmachen bei dem Krieg, die Gebiete besetzen und dann eben die zugeschrieben bekommen. Aber wie ihr seht, ist das nicht so einfach. Also solange die da nicht aus ihren, wie sagt man so schön, aus ihren Bündnissen rauskommen, können wir eigentlich nichts tun, Leute. Festgefahren, ne? Sollen wir Richtung Skandinavien wetteifern? Ob das Sinn macht? Sollen wir da versuchen? Die führen ja schon wieder Krieg. Gegen Nogai, Krim, Goldene Horde, Baschkirien und Zirkasien. Verbündet mit Großbritannien und Litauen. Großbritannien mag uns wahrscheinlich auch nicht, oder? Nicht besonders. Bauen wir doch da mal ein bisschen was auf. Die haben ja sogar schon, die haben ja sogar schon wieder Kolonien. Das sehen wir hier. Da geht's schon mal wieder fleißig los. Wäre vielleicht auch eine Idee für uns, aber jetzt ist immer, da sind wir einfach zu spät dran, bin ich der Meinung. Also wir sind nicht, also nicht gänzlich zu spät, aber mit der Technologie zu spät. Wir müssen jetzt so viel in Technik investieren, um da nochmal ranzukommen und überhaupt erstmal Kolonien zu gründen, sehe ich nicht. Ich sehe mich einfach hier im Zentrum Europas. Man muss ja dazu sagen, so stabil wie wir jetzt sind, bauen wir ja auch massiv Punkte auf. Ne? Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Schaut mal, wir haben 913 Punkte. Wir sind in vielen Bereichen richtig top. Naja, jetzt bauen wir gerade ab im Militär, aber trotzdem. Wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Für unsere Größe also, ne? Wir werden da weitermachen in der Richtung. Nutzen wir doch mal die Friedenszeit. Warum sollen wir jetzt ständig Kriege führen, die wir uns nicht leisten können oder die ein zu großes Risiko bergen würden für das, was wir erhalten? Wegen was? Wegen Wüstdruck? So kleine Furzkolonien, das ist nix. Böhmen ist auch aus dem Militärbündnis. Jetzt gibt es das Militärbündnis also gar nicht mehr. Habe ich recht? Ja, ist nicht mehr vorhanden. Sehr schön. Eine Staatsehe fehlt uns noch. Und zwar die mit Magdeburg. Na, das sollten wir doch mal tun, ne? Können wir da noch viel tun? Da können wir noch viel tun. Da auch. Haben wir doch Staatsehe. Ach, Bündnis haben wir keins mit ihnen, mit Magdeburg, weil sie ja Vasall sind, alles klar. So. Die will ich alle hier ankern, die haben eh nichts zu tun gerade. Sind wir alle durchgegangen? Jo, jetzt können wir alle ankern, ne? Alle zusammenführen, ja. So. Ne, warum sollen wir uns jetzt hier verrückt machen? Wir bauen uns einfach auf. Schauen wir mal, was wir mal Geld sparen. Und wie gesagt, weiter hier ausbauen. Hier Straßen zum Beispiel, Stettin. Ostpreußen bringt richtig viel. Und Post. Boah. Danzig wird definitiv ein Handelsstützpunkt. Da bauen wir die Post hin in Danzig. Sehr schön. Und Geld haben wir auch genügend. Vielleicht schaffe ich ja noch meine Mission, ne? Mit den 50%. Oder 60% waren es, ne? 60%. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Wie weit sind wir dann denn jetzt so aktuell? Handel 17. Naja, mit den nächsten Gebäuden, die fertig werden, könnte es noch ein bisschen steigen, ne? Straßen, da können wir noch ein bisschen ausbauen. Ich guck mal gerade, wo wäre es denn noch effektiv? Hält sich gerade so ein bisschen in Grenzen. Hier 1,4.
4, 5 ist jetzt nicht so viel. Trockendocks könnten wir noch bauen. Oder wir könnten auch Gerichte noch bauen. Adelsfehde, was ist denn hier los? 11 adlige Regimenter wurden in Mecklenburg. Oh. Die kommen ja auch gerade gelegen. Moment, das machen wir mal weg. Ich stelle mal die Einheiten jetzt da rein. Lass mal ein bisschen weiterlaufen. Jetzt laufen die Einheiten da rein. Und dann sind sie nämlich die verteidigende Armee. Und haben natürlich dann diesen Malus nicht, ne? Erhalten 25 lokale Autonomie in Hinterpommern. Ne, wir machen das hier in Mecklenburg. 11 adlige Regimenter. Zack. Sind wir angekommen. Jetzt stehen wir. Und jetzt gibt's Action. Ja, ja. Wir haben dafür Chance. Perfekt. Ne, selbst hier kriegen wir immer noch plus 0,12 Armee-Tradition. Sehr schön. Bringt uns auch noch wieder ein bisschen was. Nicht viel. Wir bauen aber zumindest mal ein bisschen hier diesen Wahnsinn ab, ne, den wir da haben. Wir haben so viele Einheiten. Haben wir uns schon die große Armee gebaut und können sie gar nicht einsetzen. Aber, ja Gott, kommt noch. Ich denke mal auf, wir werden dann mit einem Schwung, kommt dann der Moment, wo wir dann die Lücke sehen wieder. Und da werden wir zugreifen. Anders, ich glaube, anders brauchen wir es auch gar nicht momentan forcieren. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück hier und Russland hat mal Bock, gegen Litauen vorzugehen. Das wäre klasse. Da sind die Schiffe schon wieder fertig. Das Schiff können wir da stehen lassen. Und das auch. Und dann kann man die wieder zusammenfügen. Ich anker jetzt die Schiffe, die wir hier haben. Die brauchen wir jetzt nicht losschicken. Die sind nur da, dass wir eine große Flotte haben. Für was anderes sind die nicht. Moment. Die auch. Zack. Da haben wir jetzt drin 5 große Schiffe, 9 Fregatten und 5 Transportschiffe. Und die bauen ja noch ein bisschen. Moment, ich kann die... Ich stelle die mal hier hin. Mich nervt das, dieses Umändern immer. Das ist hier einfacher. So. Alles klar. Flotte dürfte jetzt auch wieder günstiger werden im nächsten Monat. Jetzt ist sie noch bei 7. Es sollte wieder runtergehen. Oh, wir nehmen für Magdeburg 2 Gulden ein. Ist das nicht toll? 2 Gulden? Das ist echt viel, finde ich jetzt. Also, da muss man einen Handelspunkt finden. Da wir nehmen weniger in Krakau ein und weniger in Novgorod, als wir für Magdeburg bekommen. Die müssen wir uns richtig schön warm halten. Das ist ein richtig toller Vasall. Also, das kann man echt gut gebrauchen. Wir müssten nur irgendwie es schaffen, Brandenburg zu fressen. Bloß ich weiß auch nicht wie. Warum darf sich Österreich eigentlich... Guck mal, wie viele Verbündete sie haben. Das verstehe ich nicht, dass diese so viele sich leisten können. Was haben die denn für Ideen? Einfluss? Einfluss sind sie schon fertig mit 6. Ah. Das wollen wir ja gerade machen. Oh, Kosten des Machtaufbaus. Und was haben wir hier? Fingierte Ansprüche. Ja, aber das brauchen wir gerade nicht, die Ansprüche. Was machen wir? Wir sind ein bisschen voraus, aber... Lohnt sich's jetzt, da schon die neuen Einheiten klar zu machen? Haben wir einen Krieg vor Augen? Ich sehe jetzt einfach keinen. Aber der Machtausbau lohnt sich auch nicht hier, ne? Truppenverschleiß. Das machen wir mal hier. Figierende Ansprüche, oder? Ich weiß es nicht. Hat jetzt auch keinen Effekt mehr für uns mehr, weil wir, wenn wir da ausbauen... Können wir eigentlich lassen? Können wir eigentlich hier investieren? Wenn es denn soweit ist. Wie viel müssen wir denn jetzt ausgeben dafür? 438 Militärmacht bloß. Ist aber recht günstig eigentlich. Gut. Wenn man sich die Grundkosten von 600 überlegt, ne? Aber wir haben Ideen minus 24%, Reichsreform minus 2% und imperiale Integrität minus 10%. Wahnsinn. Und wir sind der Zeit voraus 100 Jahre. 10 Jahre sind wir der Zeit voraus. Aktuell wäre das so. So, und hier? Ist auch alles ganz cool. Da können wir noch ein bisschen warten. Oder was kriegen wir? Zollhaus, Flottenstützpunkt. Lohnt sich noch nicht, ne? Diplomatie. So, in Polen beibehalten oder abberufen?
können wir abrufen. Oder abrufen, nicht abrufen. Also man eignet sich dann nach der Zeit auch richtig schon die Sprache an, ne, von Europa Universalis. Dieses, wurde ja schon geschrieben, ich soll mir die Mod runterladen, die Deutschkorrektur-Mod. Wurde ja schon gesagt, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen, hab's immer noch nicht gemacht, weiß auch gar nicht warum, aber gar keinen Grund, einfach, ja, hab's vergessen dann in dem Moment. So. Achso, die. Ist ja Blödsinn. Mit Großbritannien, mein König, unsere diplomatischen. Dann können wir da auch abrufen. Kurz gucken, die müssen wir erstmal zusammenfügen. Da habe ich schon die extra da drüben hingestellt, damit ich hier nicht ankern muss, sondern erst zusammenfügen kann. Jetzt mache ich es doch wieder so blöd. So. Überlegene Einheitentypen. Welcher denn? Wir gucken mal kurz. Lederkanone ist überlegen gegenüber 32 Fünder und schnelle schwedische Kavallerie ist überlegen gegenüber den abendlichen Caracolla-Kavallerie. Dann machen wir das doch mal. Und die Lederkanone. Wir kommen bald Richtung Ende hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt sind wir da schon bei 10%. In Ordnung, ich mach's ja schon. Sehr schön. So. Wenn wir so viel Geld einnehmen, liebe Leute, würde ich bald sagen, wir kaufen noch ein paar Berater. Oder? Oder bauen wir erstmal aus? Wir bauen erstmal weiter aus, ne? Weil momentan läuft's ja und wir haben jetzt keinen Bedarf, jetzt hier extrem schnell voranzukommen. Wir haben noch weit vor uns. Das gibt's erst wieder mit Stufe 22. Die nächste Idee. Also das dauert noch ein paar Jahre. Wir sind... stehen gut im Saft, obwohl wir Militär ein bisschen abgebaut haben, ne? Was ist denn da los mit dem Militär? Habe ich da irgendwo rumgeschaut? Ein Unterhalt? Was ist mit der Moral? Ah, jetzt ist sie wieder oben. Ach so, weil wir neue Einheiten hatten. Stimmt, wir haben neue Einheiten hergestellt. Kathedrale und Börse. Auch sehr nützlich, ne? Jupp. Oh, das war aber teuer jetzt. Aber macht nichts. Dann können wir da auch abberufen. So, dann schicken wir die mal wieder los. Die Beziehungen wieder ausbauen. Drei Diplomaten haben wir. Wir können sogar noch eine neue diplomatische Beziehung eingehen, Leute. Aber mit wem? Russland hat interne Konflikte. Da würden wir jetzt einen riesen Kollegen verlieren. Wenn die sich nicht benehmen. Ungarn. Ist Ungarn nicht ein cooler? Wäre Ungarn nicht ein cooler? Feinde wäre Böhm. Kommt mir ganz gelegen. Sie haben keine Verbündeten. Komm. Sollen wir es machen? Bringen die uns in den Krieg? Der uns hilft? Ja, sie werden wahrscheinlich in den Angriffskrieg gehen, ne? Gerade wenn sie in den Angriffskrieg gegen Polen gehen, wäre das nicht so pralle. Weil Polen mit Österreich verbündet ist. Gibt's nicht irgendwen, der Skandinavien mal eins von Latz ballert? Gäre das nicht machbar? Ich würde ja mit Ungarn zusammen. Oh, mit wem sind sie denn jetzt zusammen da unten? Mit Venedig. Und Venedig ist gewarnt worden von Österreich, ne? Also Venedig ist ja gar nichts mehr. Das ist schon gar nicht mehr Venedig hier. Was mal Venedig war. Venedig ist nur noch Venedig. Ja, normalerweise ist ja hier, ne? Venedig ist ja hier entlang hier komplett. Hier so, hier, das gehört dazu. Ich glaube, Trent gehört immer schon zu Österreich. Vielleicht sogar auch Venedig. Brescia, ja, klar. Aber das ist ja natürlich jetzt auch bitter. Frankreich. Wäre Frankreich nicht ein cooler Partner? Ich meine, der Fritz war ja so ein Liebhaber, ne, von Frankreich. Die sind verbündet mit Bretagne, Kastille, Savoie, Kongo und Tupinamba. Aber sie kommen auch nicht wirklich aus dem Knick, ne? Oder mit König René. Will ich Feinde von Österreich haben als Freunde? Also Holland wird auch immer größer.
Wer sind denn die Feinde? Großbritannien, Skandinavien, Frankreich und Holland. Wenn wir doch wirklich jetzt, sollten wir es vielleicht dann doch mal avancieren, über Skandinavien und zu vergrößern? Sollen wir das mal probieren? Also das wäre jetzt echt eine Möglichkeit, weil Skandinavien ist definitiv ein Feind von Österreich und sie würden uns helfen. Moskau wird uns helfen oder Russland. Über den Weg wäre das doch wirklich spitzenmäßig, oder? Sie sind verbündet mit Litauen und Großbritannien. Ja, who cares? Und ihre Feinde sind Österreich, Russland und die Hanse. Wir haben eine Diplomatiebeziehung frei. Entweder nutzen wir sie für einen weiteren Vasall, was ich eigentlich auch bevorzugen würde. Wird Breslau irgendwann mal? Wer ist denn da jetzt noch der Dings? Der Lord? Immer noch König Josef. Ach so. Der ist erst 28. Okay, das wird noch dauern. Leute, wir probieren das über Skandinavien, oder? Die sind doch eh ständig im Krieg. Guck mal, schon wieder. Soll man nicht einfach mal Anspruch erheben auf hier ein paar Gebiete? Aber wie willst du da angreifen, ne? Ich guck mir das mal ganz kurz an. Krieg erklären. Wer macht denn damit? Litauen, Großbritannien und bei uns Russland, Österreich. Sieht schon ganz gut aus eigentlich. Und natürlich halt um Magdeburg, ne? Ist ja klar. Okay, wir probieren's. Ich würde Anspruch erheben ganz gerne in Holstein. Nee, in Sjelland? Nee, was ist denn jetzt ihre Hauptstadt? Haben die ihre Hauptstadt umgelegt nach Sjelland? Die Skandinavier, nicht mehr Stockholm? Diplomatie, Anspruch fingieren. Skane. Bornholm. Bornholm hinten, Alter. Bornholm kennt er, ne? Aus dem Farming Simulator Let's Play. Ja, wenn dann was Sinnvolles, ne? Wir gucken mal. Wenn wir jetzt, ich mach mal ein bisschen langsamer, das pfeift mich jetzt schon an. Wenn wir aber schon langsam machen, dann baue ich zumindest mal hier ein bisschen aus, oder? In der Zeit. Straßen, ne? Die Post haben wir. Das Zollhaus. Was bringt das Zollhaus? Lokaler Handelseinfluss plus 10. Okay. Die Post, ja, da hebe ich mir mal ein bisschen auf. Das bringt uns halt direkt Geld, ne? Gucken wir mal. Jetzt schaffe ich ja meine Mission noch. Da bin ich immer noch dran am Wursteln. Aber ihr seht, man kommt da nicht so einfach hin, ne? Was den Handel angeht. Sind die Schiffe fertig? Das mache ich auch noch schnell, bevor es weitergeht. Ich muss jetzt mal angucken, was man da, welchen Anspruch man am besten fingiert. Wie viele Schiffe haben wir denn? Transportschiffe 5. Da kriegen wir auch keine Armee schnell transportiert. Und die könnten von überall kommen, ne? Das dürfen wir jetzt auch nicht unterschätzen. Guckt euch mal, das sind 46 Schiffe für Skandinavien. Da können wir gar nicht anstinken. 46 Schiffe. Boah. 14 große, 19, aber guck mal, wenig Galeeren. Die könnten sie knallhart verlieren. Aber 29.000 Mann. Wow. Okay, also die Österreicher machen ja mit. Hoffe ich mal, dass die bis da durchkommen. Aber wenn man sich da drauf verlässt, dann ist man meistens sowieso verlassen. Aber was wäre jetzt da das Sinnvollste? Eigentlich natürlich Sjelland, ne? Das ist ja richtig geil mit dem Sundzoll. Als Handelsgebiet. Okay, das ist aber... Wir müssten ja schon unseren in Lübeck steigern, ne? Macht doch mehr Sinn, oder? Wir haben wir haben in der Ostsee 43%. Inflation. Was ist das? Bekommt Echet, was die folgenden Effekte hat? Handelseffizienz minus... Oh, wir nehmen die Inflation in Kauf. Die kann ich nämlich auch gerade mal eben wieder senken. Zack. So, ja, nee, ich glaube, wir gehen nicht über die Ebenen hier, sondern wir gehen über die, um den Handelseinfluss in der Ostsee zu steigern, weil da haben wir 43%, das ist schon richtig enorm. Vielleicht, vielleicht sogar ein Gebiet, das irgendwo angrenzt.
Ich meine, Russland, ah, unser General ist tot. Wird doch mal Zeit, ne? Russland geht ja über den Weg. Russland hilft uns ja dort, wenn sie uns helfen. Machen sie, haben sie gesagt. So. Das heißt, wir müssten eigentlich schnellstmöglich irgendwie rübersetzen. Oder gegen 29.000 Mann kämpfen. Wäre auch möglich. Und dann suchen wir uns einfach was aus. Ich weiß halt aber auch nicht, was wir dann nehmen sollen, was uns am meisten bringt. Ich müsste jetzt überlegen. Will man dann weitere Kriege führen gegen Skandinavien? Eigentlich schon, ne? Wird schon Spaß machen. Also, was ich mir vorstellen könnte, was uns gehört, ist der ganze Spaß hier. Nordirland, Midlands, Schleswig, Holstein, Finn, Sirland. Sowas, was ich auch mit der Hanse ganz gerne einnehme immer. Aber ist das realistisch? Oh, wohin gehen sie denn jetzt? Oh, die haben wieder Frieden, ja? Verbesserte... Also gegen die könnten wir echt wirklich richtig geil Krieg führen. Bloß müssten wir noch mehr Schiffe. Schade, dass wir nicht... Jetzt ist natürlich, jetzt ärgert man sich, dass man keine Seestreitmacht ist, ne? Da, weil da kannst du nicht anstinken gegen denen ihre 46 Schiffe da. Das wird schwer. Einfach über Galeeren vielleicht, ne? Dass wir die Galeeren dazu holen. Weil Galeeren haben 100% Kampffähigkeit. Das wird man dann. Das wäre riskant, das zu probieren. Das wäre riskant, aber machbar. Also, Russland müssen wir uns einfach darauf verlassen, dass sie dort hinten verteidigen. Korrekt? Und die Einheiten der Skandinavier können wir abschneiden, indem wir den Sund belagern. Das wäre möglich. Ich stelle ihn mal hier hin. So. Die können ja nicht, ne? Die sind ja geankert, genau. Wenn ihr versteht, was ich meine. Reichen aber dann die Einheiten, die reichen ja eine Dicke nicht, ne? Die Handelsschiffe will ich mal komplett außen vor lassen. Da muss ich auch mal sagen, dass sie im Krieg heimkehren. Die sollen ja weitermachen. Die sind zwar richtig kampfstark, weil es viele sind. Aber trotzdem. Was? Hatten wir das nicht mehr? Klar, gerne. Ja, warum hatten wir denn kein Bündnis mehr? Wir hatten noch eine Staatsehe. Ach, habe ich das irgendwie versäumt? Irgendwie aufgelöst, ne? Irgendwie zu Ende gegangen anscheinend. Halb so wild. Österreich machen wir. Wir müssen ein bisschen unsere Verbündeten pushen. Damit die gleich mitmachen mit uns. Wenn wir gleich Spaß haben. So. Okay, die Schiffe, die haben wir gesehen, die reichen nicht. Gegen die skandinavischen Einheiten wird es auch nicht einfach. Merkantil verliert 2,5 Merkantilismus, diplomatische Macht, okay. Merkantilismus ist sehr viel wert, was den Einnahmen angeht. Wie viele Schiffe könnten wir denn noch theoretisch produzieren? Eins. Boah, widerlich. Können wir das mit Ideen erhöhen? Nee. Könnte man, wenn man die anderen Ideen gewählt hätte, ne? Die Geschichten hier, Seefahrtsidee und Seemachtsidee, da könnte man das natürlich erhöhen. Aber das wäre schon unser Maximum, den wir am Start hätten. Ich weiß nicht, inwiefern Großbritannien da intervenieren wird, ob die wirklich fett ankommen, ne? Mit krassen Armeen. Problem ist bloß, wir können Skandinavien vom Landen nicht aufhalten. Wir sind auf Russland angewiesen und auf Österreich angewiesen, dass sie halt wirklich hier richtig geil mitmachen, mitmischen. Gegen Skandinavien. Ansonsten wird es schwer. Alleine geht es gar nicht. Wir gucken uns das mal an. Im Vergleich, lass mal ein bisschen weiterlaufen. Lass doch ruhig laufen, das ist ja nicht so schlimm. Wir sind richtig weit oben. Ein Stückchen hinter uns, was Punkte angeht. Ist aber nicht so schlimm. Die Hanse, warum sind die so stark? Krass, oder? Punkte, die haben. In diesem Monat 1,10. Wir haben diesen Monat 1,92. Österreich rockt halt alles weg. Obwohl die so zerflattert sind. Müsste eigentlich einen Abzug geben, ne? Weil das Land nicht einheitlich ist. So. Will ich aber gar nicht wissen. Punkte, sondern ich will wissen Armee. So, das Truppenlimit. Russland, Österreich. Zusammen schon mal. Wahnsinn. Wo ist Skandinavien? Da ist Skandinavien. Und wo sind wir? Sind ja voll schwach.
Mit 25 Mann sind wir läppisch. Können wir nicht mehr? Doch, eine Einheit mehr. Ja, aber egal, wir sind die Kleinsten, aber wir fangen den Krieg an. Litauen macht ja auch mit, ne, gegen sie. Dann müssen wir uns ja eigentlich bloß nur gegen Litauen verteidigen. Wir schicken einfach unsere Einheiten hier rein. Müssen das kontrollieren. Dann kommen die nicht rüber. Und dann machen wir erstmal Litauen klar. Dann breche ich aber meine Mission ab, Leute. Ich probiere es jetzt. Er will es jetzt wissen. Ruhm und Ehre. Wir sind Platz 1 im Militär. Ja klar. Wir sehen auch gut aus. Gucken mal ganz kurz, ob wir noch was pushen können demnächst. Nee, wir sind voraus. Das passt. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Die holen wir mal zurück, die Jungs. Auf die Handelsschiffe will ich ungern verzichten. Und hier sind auch keine... Nur so, hier, die 21... Ja, das sind auch viele. Ja, ja, das sind schon viele. Die würden auf jeden Fall gegen unsere Galeeren gewinnen. Oder unsere Fregatten, die wir da haben. Aber macht nichts. Doch, macht was. Also die 30.000 können wir abschneiden. Ob wir uns gegen England verteidigen können, die dann von dort kommen, liegt dann an Holland, wenn die mitmachen. Litauen, Großbritannien. Bei uns macht Russland aktuell nicht mit. Shit. Müssen wir warten. Okay. Kriegsgrund gegen Brandenburg verloren. Braunschweig, Österreich nach wie vor. Brandenburg, Österreich nach wie vor. Kurz mal reinschauen. Großbritannien, Polen, Österreich, Sachsen. Ja, ändert sich nichts. Aber wir können den Anspruch fingieren. Holstein. Ne? Ich würde sagen, das bringt uns dann hier in die Richtung weiter. Das irgendwas hier zwischendrin bringt ja nicht so viel. Man könnte auch Blaking nehmen. Blaking ginge, ja, doch, Blakinge ginge auch. So ein kleines Furzding hier, aber das... Kann man das verteidigen? Gotland hier... Weiß ich halt nicht. Ich gucke mir mal ganz kurz mal was die alle produzieren an. Handelsgüter. Fisch. Fisch will ich nicht. Fisch habe ich genügend gehabt. Wir haben so viel Schiffbau, ne? Guck mal, was wir Schiffbau haben. Also Kupfer haben wir gar nicht. Das ist ganz cool in Gotland. Das ist, nee, das ist kein Kupfer, das ist Wolle. Aber das ist noch viel geiler hier unten, das Eisen. Das ist noch viel geiler, das holen wir uns später. Das holen wir uns später, wir machen Smaland. Smaland will ich haben hier. Geht das überhaupt? Geht gar nicht. Warum geht Smaland nicht? Bornholm. Bornholm ist auch gay. Schade, geht nicht. Blaking ist auch bloß Skane. Skane wäre auch nicht schlecht, ne? Direkt abtrennen hier. Da würde man direkt abtrennen. Und würden Dänemark gründen wieder. Wir nehmen Skane. So sieht's aus. Das machen wir. Weil das strategisch richtig gut ist. Ja, wir wären dann strategisch, wenn wir da richtig fit, da könnten wir ratzfatz Truppen aufbauen, beziehungsweise wäre auch schwer zu verteidigen, klar, aber soll ja nicht der einzige Krieg bleiben. Ein Gebiet würde ich nehmen, Blekinge und Skane würde ich nehmen. Holstein finde ich einfach zu, da sind wir auch wieder abgetrennt. Sind wir sowieso abgetrennt, aber ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Man müsste schon den totalen Krieg gegen, den totale Krieg. Aber man müsste schon so weit, Skandinavien zersplitten, dass Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland draus entstehen. Das wäre eigentlich die beste Lösung, aber das wäre ein sauteurer Krieg. Ich weiß nicht, ob wir uns den leisten können. Russland und Co. kann sich den bestimmt nicht leisten. Deswegen sollte man doch vielleicht versuchen, hier über den Weg zu gehen, über Holstein, Schleswig und so. Weil da hätten wir es, ja, einerseits so, andererseits wäre hier drüben ein Land ja einfach noch viel effektiver, weil wir mehr Einfluss hätten, ne?
Also, hätte ich auch nicht mitgerechnet jetzt, dass wir so den Weg gehen, aber ihr seht ja, wir kommen ja hier nicht weiter. Wir kommen in die Richtung leider nicht weiter, deswegen müssen wir über den Weg gehen. Und wenn sie den nächsten Krieg anfangen, machen wir sie platt. So. Zwangsarbeit, oder? Ja, theoretisch. Können wir da investieren. Wir können auch einfach mal ein bisschen die Punkte belassen und ein bisschen weiter aufbauen. Und bauen dafür lieber... Oh, Erbschaft, der Thron des Schlägers. Okay, Moment. Der ist gestorben. Maximilian von Österreich, neuer Kaiser, okay. Ja, das war so klar, ne? Das haben die jetzt auch noch geerbt, da. Jetzt hängt das da so rum. Das ist Österreich, ist einfach nur noch riesig. Guckt euch mal an, wo die sind, die haben ja alles. Wie geht das? Wie können die das halten? Die gehen mir, wenn ich ehrlich bin, gehen die mir sogar schon auf den Sack. Also, jetzt haben wir schon eine gemeinsame Grenze mit Österreich. Ja, Wahnsinn. Ja, wir können es ja nicht ändern. Wir kommen da ja nicht drum herum. Das fliegt denen doch alles um die Ohren irgendwann. Ich weiß jetzt nicht von wem, aber ich glaube, spätestens England wird den auf jeden Fall mal einfahren. Solange sie aber noch da sind, ist das nicht schlecht. Ja, doch. Wir kommen ja auch nicht direkt nach, doch, wir haben ja hier gemeinsame Grenzen. Können wir auch, wir können auch da drüber, Skandinavien. Wir müssen ja, dürfen nicht vergessen, dass wir ja Litauen auch noch, als Gegner haben. Wir wollten ja auch noch die Mission machen, Büstrup, ne? Ist das schwer? Ist das schwer? Ohne jetzt, man will ja auch nicht verlieren, man will souverän einen Krieg führen, den gewinnen und absahnen. Aber das ist halt leider nicht gegen diese großen Mächte zu machen, so einfach. Jo, können wir abberufen. Ne, ihr seht, wir sammeln auch super Punkte hier, das ist ja auch super geil eigentlich. Aber man wird gierig. Ich habe ja diese andere Mission abgebrochen, da können wir ja mal ein bisschen Steuerdinger bauen. Da haben wir auch nochmal mehr Einnahmen überall. Was kostet mich denn der Spaß? 59 Gold. Jetzt kann ich 10 Stück kann ich jetzt bauen. 60 gibt es hier bei Vamia. 50 hier, 80 dort, 60, 60. Werkstatt. 1, 2 Gold. 1, 2 da oben auch. Hier auch. Dann sind wir durch, ne? Jopp. Geld ausgegeben wieder. Was nehmen wir einmonatlich? 23. Ja, komm. Wird eh nicht so schnell was. Ich tue mich jetzt immer noch... Ich traue mich nicht, so muss ich sagen. Ich traue mich nicht. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass irgendwer anderes sie zerschlägt, dass es für uns ein bisschen einfacher fällt. Vor allem die Geschichte hier, das kann doch nicht wieder so bleiben. Vielleicht hört ja dann die Bündnis auf mit Österreich. Nee, es bleibt halt natürlich alles so, wie es ist. Ist ja klar. Hessen, Walachei, Kiew, Hessen, die Pfalz und Sachsen. Sollen wir Böhmen platt machen? Wer hilft denn da? Sachsen, Pfalz, Hessen, Kiew, Walachei. Uns hilft keiner. Geht nicht. Es sind zu viele. Kriegsziel, Eroberung. Achso, Eroberung für Magdeburg, ne? Helfen trotzdem alle. Niederlausitz. Die haben ja mehr Verbündete, als man Verbündete haben kann. Und von Österreich gewarnt. Ja, super. Kann man nicht die Rebellen unterstützen? Welche hier? Genau, sächsische Patrioten. Wenn wir die da... Lokale Unruhen plus 4. Wenn wir da monatlich 5 Gold reinbuttern. In der Hoffnung, dass die gewinnen. Werden sie aber höchstwahrscheinlich nicht. Was ist denn, wenn wir in Brandenburg... Jo, wir haben Kriegsgrund gegen Skandinavien. Die sind bei 18, was Militär angeht. Wo sind wir da? Auch. Sehr schön. Na, dann sollten wir gleich noch eins fingieren, oder? Ich glaube, wir wurden auch nicht erwischt, wenn mich nicht alles täuscht. Skane und Blekinge, die beiden. Und der Rest ergibt sich dann eigentlich fast von alleine. Probier mal's. Ich bin drauf und dran. Ja, klar. Man will ja weiter wachsen. Logisch.
Man will ja aus diesem Schatten da, aus diesem skandinavischen Schatten hervortreten. Hervorragender Nachschub, das sind gute Neuigkeiten, sehr schön. Ändert trotzdem an allem nichts, dass wir nicht... Wir sind ja alles über ein Maximum, ne? Gut, man... Oh, das ist ja toll. Zweite skandinavische Eroberung von Kola gegen Skandinavien. Das ist ein Verteidigungskrieg. Skandinavien ist alliiert mit Großbritannien und Litauen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir kriegen unseren gottverdammten Krieg. Bloß. Wir können unsere Verbündeten nicht rufen. Liebe Leute. Das wird hart. Like hell. Würde ich mal behaupten. Macht aber nichts. Moment. Wir nehmen ihn sofort an. Ich will nur kurz ein bisschen weiterlaufen lassen. Die Schiffe hier. Die Schiffe mal da rein. Ich hol alle Schiffe zurück, oder? Die bleiben hier. Wo ist die Flotte? Die ballert da vorne. Ist die kaputt oder was? Ne, wer weiß. Und die reparieren noch. Okay, wir müssen bald annehmen. Wir müssen bald annehmen. Stehen die Schiffe schon? Na los, fahrt da rein jetzt. Die sollen da reinfahren. Sagt ihnen, da oben kommt Großbritannien. Da oben kommt Großbritannien. Stellt die scheiß Schiffe da rein. Wie viele Schiffe kommen denn da? Haben die irgendwie Freunde noch, die Russen? Walachei, Preußen und Imeriten. Gottes Willen. Gegen Litauen? Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, Leute. Ich weiß es nicht. Wir akzeptieren. Drücken Escape. Drücken Speichern. Let's Play. 1. Speichern ab und sehen uns nächste Folge. Ich habe keine Ahnung, was jetzt draus wird. Nun bin ich ja mal gespannt. Jetzt helfen wir den Russen. Wir wollten Krieg. Wir wollten aber einen Safe-Krieg, ne? Mit Österreich zusammen. Aber die sind irgendwie doch dabei. Russland, Imeriten, Preußen, Tibet, Walachei, Skandinavien, nur Skandinavien und Litauen? 48.000 gegen 45.000 Infanterie, aber 25.000 Artillerie. Geht's noch? 19.000 Reiter. Schiffe geht, aber was war denn jetzt mit den Briten? Wir haben doch die Briten gesehen. Kurz warten. Ne, hier sind keine Briten dabei, Leute. Interessant. Aber welchen Weg gehen wir jetzt? Machen wir Litauen erst platt? Ja, wo sind denn die Russen mit ihren Einheiten? Wo hängen die denn rum? Guck mal, wie groß Russland ist. Aber es ist es ja auch in Wahrheit, ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist jetzt, dass wir sie... Ob wir sie fördern sollen oder ob wir... Da verlieren wir jetzt 4 Fregatten. Die schicken wir schon mal dahin. Die kommen wahrscheinlich nicht mehr raus, ne? Ne, kommen sie auch nicht mehr. Und das mache ich noch hier. Schutz vor Litauen. Ne, macht unseren Anspruch geltend. Schutz vor Litauen. Besitzt eine gleich große oder größere Armee als Litauen. 44.000 Mann. Litauen ist das große hier. Das große Übel. Und da sind 33.000. Ich habe irgendwas anderes gesehen. Gottes Willen. Geld haben wir auch genügend. Das ist ein richtiger... Das ist eigentlich... Jetzt kommt es drauf an, ne? Entweder der Krieg... 1630. Genau 1630. Entweder wir gehen als richtig guter Gewinner hervor, kriegen endlich ein bisschen mehr Land, um noch größer zu werden, noch stärker zu werden. Und könnten uns vielleicht sogar in eine Richtung vergrößern, verstärken, die wir gar nicht vorher abgesehen haben. Das haben wir alles in der Folge klar gemacht hier. Skane, Bleking etc. Oder es geht voll nach hinten los. Und unsere Gier, die uns in diesen Krieg jetzt hineintrudeln lässt, geht nach hinten los und wird gar nichts. Drückt die Daumen, liebe Leute. Wir sehen uns nächste Folge. Geht's weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.